Philipp, guck mal. Die Jungs sind alle in Urlaub. Jetzt steht der Rest vom Stahlgruß wird aufgebaut, von den Toren. Wird alles eingemessen und reingesetzt. Und dann haben wir jetzt hier, dann geht es bald los mit den Wänden. Ich denke morgen, übermorgen. Und dann geht es weiter. Na, innen sind wir auch schon fleißig dran am Vorbereiten für die Trennwand. Das zeige ich euch auch nochmal. So, die anderen entspannen sich, wir sind hier. Ja, und so kämpfen wir uns hier durch. Und so geht der Bau vorwärts quasi. Ne? Guck mal, die Folienwand ist schon raus, wie ich angekündigt habe. Kabelbühne ist schon die Montage quasi. Ne? Das müssen wir jetzt auch noch machen. Für das Fettding, für die neue Halle als Zuleitung und. Jo, wir haben schon ein bisschen Platz gemacht, sodass hier morgen quasi der Hallenbau mit der Trennwand oder Bauunternehmen, wie auch immer, die hier in Kombination anfangen können, die Wand zu setzen. So geht es hier immer weiter vorwärts. So, Philipp, guck mal her. Ich bin nach der Woche wieder da. Wir haben jetzt kurz den Abschlag gemacht, den Tausch. Und jetzt habe ich heute Morgen hier die Halle leer gemacht. Sonst hat die Hallenbaufirma hier die erste Elemente stehen schon, die Sandwich-Elemente. Das ist im Prinzip die feste Abtrennung für die Unterbodenschutzhalle. Hier kommt im Prinzip das morgen hin, dann steht auch hier das fette Moped hier noch drin, der Hebebühne. Ne? Hier gibt es morgen, übermorgen weiß, da kommen zwei Türen rein. Und ich habe morgen auch schon einen Termin gehabt mit dem Klima- und Lüftungsbauer. Der hat, wir haben jetzt eine seitliche Absaugung nach außen mit Filter. Wir müssen jetzt nach oben mit absaugen. Wir müssen dann ein Absaugungskanal kommt in der Decke, dann ist von unten um eine Absaugung wieder. Das muss komplett geändert werden, das wird jetzt auch noch direkt gemacht. Ja, und dann ist Donnerstag, Freitag, muss ich hier alles wieder picobello sauber machen, bevor der Götz nach Hause kommt und nachher den ganzen Rummel sieht. Ne? Darum wieder das Video auch spät hoch. Ja. Nein, und dann ist das hier im Prinzip die Trennwandbaustellengeschichte auch schon fast wieder durch. So, Baustelle geht weiter. Jetzt kommt der Treppenhaus für die Dachdecker dran. Da muss nachher der Fallschutz montiert werden und der Absturzsicherung. Ah, der Flo kann doch nicht so ruhig mit der Kamera, der Philipp, und probiert das mal. Da ist die Trennwand ist auch schon drin. Fast fertig. Also, wir berichten weiter. So, Philipp, guck mal hier. Die Wand ist drin. Jetzt ist endlich vernünftig abgeteilt. Ich hatte vor Tage schon am Montag einen Termin. Am Dienstag heute kann ich mit dem Lüftungsbauer. Wir haben jetzt seitliche Absaugung über das Dach rein. Nach oben. Die wird auch in den nächsten Wochen irgendwann jetzt installiert und geliefert. Das ist soweit klar. Also haben wir im Prinzip da hinten ist eine Tür, hier ist eine Tür. Da mussten wir jetzt einige Sachen für umbauen, umsetzen, sag ich mal. Und das ist natürlich eine Aktion, die nur in unserer Urlaubszeit oder am Wochenende passieren kann. Darum haben wir das jetzt ausgenutzt. Das ist jetzt im Prinzip fertig und dicht soweit. Wir machen jetzt noch so, der Hallenbauer macht jetzt noch die Restarbeiten hier heute. Und morgen muss noch eine Außentür zusätzlich rein. Und dann kann die Halle wieder eingeräumt werden. Und dann ist sie am Montag wieder voll einsetzbar. So, Philipp, guck mal, jetzt brauche ich hier selber nicht mehr filmen. Ich habe ja schon am gestern schon gefilmt. Jetzt steht hier im Prinzip der Treppenturm, um für die Dachdecker von oben zu kommen. Komplette Geschichte ist eingenetzt, dass da nichts passieren kann, weil am Freitag, Samstag kommt das Dachlicht drauf und ich glaube Montag, Dienstag kommt dann der Ausschnitt für die RWA und für die Lichtkuppel oben rein und dann am nächsten Woche kommt auch der Dachdecker. Der macht dann auch das Dach drauf. Bauunternehmer muss nochmal kommen, der hat schon Steine nach oben gesetzt mit dem Kran, hat er gestern ausgenutzt. Oben muss jetzt die letzte Reihe Steine drauf. Dann kommt nächste Woche auch gleichzeitig die Installationsfirma für Sanitär, Heizung, Elektro muss gemacht werden. Dann kommt der Putzer, also jetzt sollte es, wenn nicht noch irgendwelche Verzögerungen alles kommen, ja ich sag mal relativ Schlag auf Schlag gehen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Pech gehabt mit unseren Paneelen, leider sind die in der falschen Farbe geliefert worden. Jetzt haben wir ganz viele Paneele hier stehen, aber irgendwie sind sie der falschen Farbe. Ich will auch gar nicht sagen, wie ich die Farbe nenne, wie sie sind. Geht gar nicht. Wie immer, da kommt neue, dann haben wir auch wieder im Griff. Jo, und dann geht ja langsam der Innenausbau vor und ich hoffe, dass wir dann bald hier richtig Gas reinkriegen, Boden reinkriegen, Tore reinkriegen. Also ich sag mal so, die nächsten
4 bis 8 Wochen muss hier richtig was passieren. Und da wird auch richtig was passieren. Da machen wir jetzt richtig Feuer, richtig Alarm. Und dann hoffen wir mal so pünktlich mit dem Umzug, dass alles passt. Der Hof muss noch losgenommen werden, gepflastert werden, hinten noch gepflastert werden. Also wir haben noch ein paar bisschen Projekt vor uns hier. So, Philipp, guck mal hier. Trennen wir alles hier weg. Guck mal hier. Die Jungs haben jetzt Gas gegeben hier. Dach ist fast drauf. In der Mitte müssen sie noch, aber da kommt natürlich der Lichtschacht rein. RWA-Klappe, also Rauchentlüftung, muss da rein. Jetzt kann man schon ein bisschen Halle hier erkennen. Ne? Nächste Woche kommt der Dachdecker, der macht dann oben isolieren. Und Folie drauf und Schlag mich tot, alles. Der kommt nächste Woche. Und auch wenn ich mir das schon angucke, das sieht schon so langsam, wird schon aus der Halle eine Helleke. Ne? Also ist schon klasse. Wie gesagt, die Wandpaneele verzögert sich ein bisschen, dauert noch eine Woche, anderthalb Wochen, bis die da sind. Nächste Woche muss der Maurer oben hocharbeiten, die letzten Beiflickereien machen und die Sanitär- und Installationsfirma kommt, macht im Prinzip den ganzen Rohbau mit installiert. Ja, und so schlagen wir uns hier voran. Ne? Die Jungs wollen heute Morgen noch die machen das Dach noch fertig, das Dach wird zugekommen, die RWA-Lüftung, alles kommt rein, da wird Bleche festgeschossen und. Also die haben noch ein bisschen Arbeit vor sich hier. Die sind so schnell noch nicht fertig, aber ja, wir machen einfach jetzt mal ein Video gleich Cut und dann filmen wir am Montag wieder neu. Ne? Ich würde zeige dir das drinnen nochmal. So Philipp, guck mal hier, Wand ist fertig, Wand ist drin. Sägen stehen wieder, alles wieder sauber, Licht dran hängt. Das ist alles soweit fertig für Montag zum Neustart. Ne? Hier ist jetzt noch eine zusätzliche Tür reingekommen. Für Flugtricht braucht es zwar keine, aber die Vorschriften brauchen die Tür. Also die wird wahrscheinlich nie aufgemacht. Haben Sie Ihren Willen, ne? Sie ist drin, genau, Sie haben Ihren Willen, du sagst es, die Tür ist drin, man könnte rauslaufen. Sind das Vorschriften, gehört halt dazu. Keiner will zu haben. Aber die Tür muss halt, ist fluchtig, rettungsfähig. Ich denke nicht mehr, dass wir hier brauchen. Aber egal. Sie gehört dazu, sie muss rein. Jetzt haben wir das hier draußen. Super angepasst, perfekt. Mit der Schwellkante, alles ist drin. Jetzt mache ich das selber, weil sonst dauert es mir zu lang. Mein letztes Projekt für heute, da gehe ich mal ran, stemme dann raus, dann machen wir das dann dazu. Bis vor die Türe, schon neuen Randstein, Zement, alles habe ich schon geholt, Beton. Dann kann ich starten. Und dann haben wir das auch wieder fertig. Und dann wird das ein bisschen schick gemacht. Jo. Ich würde erstmal sagen, das war's von der Baustelle. Wir haben viel geschafft. Ich habe noch heute Morgen, gestern ein, zwei Videos und Fotos alles gemacht. Die wird Philipp Wöttner zwischendurch noch einblenden, jetzt gleich nacheinander, wo der Philipp noch nicht hier war. Aber die Jungs sind also warm so morgen um 6 gestartet. Um das auch Dach drauf zu kriegen, alles bei der Hitze hier, bleibt ja nicht aus. Ja, das war's erstmal wieder Baustelle. Dach ist drauf. Daumen hoch. Und weiter geht's.